Hallo meine Lieben! Und ja, es geht endlich wieder los mit der zweiten BBL-Saison unserer Jungs und Fast Break, dem Science City Basketball Magazin. Lange, lange mussten wir warten, doch jetzt starten wir wieder durch mit einer pickepackevollen Sendung und vielen bekannten, aber auch neuen Rubriken. Ihr könnt also gespannt sein. Mit Spannung geht natürlich auch der Saisonstart nach fast 5 Monaten Sommerpause für Science City einher. Und das mit gleich 2 Heimspielen. Zunächst sind die Fraport Skyliners dran. Unsere Prognose ist, dieses Duell wird ein unheimlich spannender Auftakt. Und wie lautet deine, Björn Hamsen? Chris Sommer hat sich beim Coach und im Team mal umgehört. Nachdem letzte Woche Samstag zum Auswärtsspiel beim mitteldeutschen BC der letzte Rost von den Knochen gelaufen und der letzte Staub von den Schuhen geschüttelt wurde, ist es für die Jungs von Science City am Freitag mit der spielfreien Zeit offiziell vorbei. Das heißt, es darf wieder erstklassiger Basketball vor heimischer Kulisse genossen werden. Diesmal jedoch wird Jena nicht als Aufsteiger in die neue Spielzeit gehen, denn das Saisonziel Klassenerhalt konnte die Truppe von Björn Hamsen zumindest letzte Saison schon einmal erreichen. Na, letzte Saison, glaube ich, für uns eine überragende gewesen. Die erfolgreichste Saison in der Geschichte des Jenaer Basketballs, muss man sagen. Weil wir erst zum zweiten Mal ja erste Liga gespielt haben, aber relativ souverän unser Ziel, nämlich den Klassenerhalt, erreicht haben, ne? Jetzt ein relativ ruhiger Sommer, insofern ruhig, dass natürlich kein Training war oder nur individuelles Training. Wir nicht so viele Spieler verpflichten mussten und das hat uns ganz gut getan. Oder auch schon rechtzeitig, wie mit Skylar Bolin und Derrick Allen, ne, 2 wichtige Leute, dazu holen konnten. Besonders Derrick Allens Verpflichtung sorgte für Aufsehen in der Offseason. Das BBL-Urgestein, das immerhin schon 12 Jahre in Deutschland Basketball gespielt hat, tritt an die Seite seiner langjährigen Freunde Emmanuel McElroy und Julius Jenkins. Dass Allen trotz seines fortgeschrittenen Alters fit ist und ein wichtiger Bestandteil der kommenden Saison sein wird, bewies er nicht nur in den Trainingseinheiten und Testspielen. Vor allem seine Erfahrung und sein Führungsstil werden von unschätzbarem Wert sein, weshalb ihm direkt eine wichtige Rolle zuteil wird. Für uns ist es enorm wichtig in unserem Programm, dass die, wenn wir erfahrene, ältere Spieler dabei haben, dass sie natürlich auch Vorbild sind für die Jungen, insbesondere im Fleiß und in der Trainingsarbeit, in ihrem Spielverständnis und auch in ihrer Führungseigenschaft. Ne? Und das sind, glaube ich, alle 3. Und Derrick war die letzten 2 Jahre Kapitän in Vechta und ist ein Spieler, der es sehr gut schafft, auch gerade in schwierigen Phasen seine Mitspieler aufzubauen und mitzunehmen. Und deswegen ist er jetzt auch wieder bei uns in der Rolle des Kapitäns wiederzufinden. Genau auf diese Eigenschaften des neuen Captains wird es ankommen, will Jena eine ebenso erfolgreiche Saison verbuchen wie die letzte. Anzeichen, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, hat sie in der Vorbereitung zwar gezeigt, ebenso aber auch die ein oder andere Schwäche, die es im Laufe der neuen Saison abzustellen gilt. In den letzten beiden Testspielen Bremerhaven und Weißenfels, denke ich, in Phasen sehr, sehr guten Basketball aufs Feld gelegt, aber dann auch in Phasen ein bisschen eingebrochen und energielos gespielt. Ich denke, wenn wir in der Saison unser Ziel Klassenerhalt erreichen wollen, dann müssen wir es schaffen, kontinuierlich einfach sehr, sehr viel Intensität aufs Feld zu bringen. Ne? Nicht über 20, 25 Minuten, sondern über 30 bis 40 Minuten. Eine solch stabile Leistung werden die Saalestädter auch am Freitag zum Saisonauftakt abliefern müssen, wollen sie die auswärtigen Fraport Skyliners in der eigenen Halle schlagen. Dass die Mannschaft Erstliga-Basketball spielen kann, hat sie letzte Saison bereits bewiesen. Doch auf dem verdienten Lorbeeren will und kann sich natürlich niemand ausruhen. Genauso heiß wie die BBL wird es diese Saison auch für unseren Nachwuchs in der JBBL und NBBL laufen. Nur noch nicht jetzt, denn noch sind die Teams um Coach Tino Stumpf bzw. Toro Rothemel in den Vorbereitungen. Für die zweiten Männer startete die Regionalliga bereits am Samstag gegen Breitengüßbach. Allerdings verlief das Spiel gegen die übermächtigen Gegner mehr schlecht als recht ab. Für das JBBL-Team von Coach Toro Rothemel ist die abgelaufene Spielzeit glücklicherweise vorbei. Das Gute zum Start der neuen Saison, alle beginnen wieder bei Null.
Den Auftakt in der Vorrundengruppe 4 mit 7 Mannschaften bildet ein Thüringen-internes Heimspiel gegen die Oettinger Jungraketen am nächsten Sonntag. Tip-off ist um 12. In der NBBL sind die Vorzeichen etwas anders. Nach der wirklich soliden vergangenen Saison muss sich das Team von Coach Tino Stumpf sein Standing für die neue Spielzeit erst wieder erarbeiten. Los geht's in der neuen Teams starken Hauptrunde 3 direkt nach dem JBBL-Auftakt. Am 8. Oktober sind ab 15 Uhr die MBC Junior Sixers zu Gast. Uhr am Set! Ruhe bitte! Fast Break, Klappe die zweite. Und bitte! Autsch, das kam dicke für die Science City zweite. Nach einer starken Debütsaison in der ersten Regio ist der Start in die neue Spielzeit mit rund erneuertem Team und neuen Coach mächtig schiefgegangen. Gegen den klaren Favoriten aus Breitengüßbach sahen die Jungs von Chris Schreiber kaum einen Stich. Der erste Korb des Spiels und das zwischenzeitliche 20:20 im zweiten Viertel. Viel mehr war nicht drin. Der 2:14 Lauf nach dem Ausgleich war die Vorentscheidung. Zumal nach der Pause mit 13 Punkten in 20 Minuten so gut wie nichts mehr ging. Am auffälligsten waren noch Jan Heber mit 10 Punkten, Jacob Lawson mit 8 Zählern, 9 Brettern und 5 Blocks. Weiter geht's am Samstag bei den Longhorns. Am 7. Oktober gibt's um 15 Uhr im Metecno Court das nächste Heimspiel gegen Liga-Neuling OSB Helen München. Kopf hoch, Jungs! Die Saison ist noch frisch und hält bestimmt noch so einige Überraschungen bereit. Tief durchatmen und dann weiter durchpowern. Gilt hier auch für uns. Es folgt ein kurzer Werbeblock. Bis gleich! Energiebündel sind unser Vorbild. Wir liefern Strom, Gas und Wärme aus einer Hand. Stadtwerke Energie Jena Püsnik. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. In Zeiten niedriger Zinsen, in denen Geldanlage immer schwieriger wird und Wahrheiten von gestern in Frage stehen, braucht Geld Bewegung statt Stillstand. Und Sie ein Partner, der weiß, worum es geht. DK Investments. Ein Partner, der Kompetenz mit Verantwortung verbindet. Der sich beteiligt, statt zu spekulieren. Der Gesellschaft und Umwelt ernst nimmt, statt nur das Geschäft. Ein Partner, der auf den internationalen Finanzmärkten genauso zu Hause ist wie in der heimischen Wirtschaft. Dort die attraktivsten Anlagechancen entdeckt und mit Fonds, Immobilien und Zertifikaten die gesamte Palette moderner Produktlösungen bietet. Der flexibel auf Marktveränderungen reagiert und weiß, was Sicherheit bedeutet. Ein Partner, der stets aufs Neue beweist, hier ist Ihr Geld in den besten Händen. Jetzt in Ihrer Sparkasse. Die DK-Initiative Anlegen statt Stilllegen. DK Investments. Neue Perspektiven für mein Geld. Leben Sie Ihren Wohntraum. Unbeschwert und ruhig. Das Wohnquartier Nordlichter 2 bietet Ihnen in 78 Wohnungen verteilt auf 5 Mehrfamilienhäuser alle Vorzüge einer modernen Stadtwohnung mit Nähe zum idyllischen Grün. Ihr Wohntraum von der Einraumwohnung bis hin zum 5-Raum-Familiendomizil. Durch die bestens ausgebaute Infrastruktur und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten sowie ein breites Angebot an Freizeit und Kultur bieten Ihnen die Nordlichter 2 die Basis für ein sorgenfreies und abwechslungsreiches Leben. Weltverbesserer bekommen Rückendeckung bei uns mit 100% grünem Strom. Stadtwerke Energie Jena Püsnik. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Unsere erste Saisonausgabe hat jetzt bereits Halbzeit, was, wie treue Zuschauer jetzt vermuten werden, bedeutet, dass noch einige altbekannte Formate fehlen. Eines aber nicht, der Expertentalk, welcher nun ein bisschen anders heißt. Und wer könnte uns da besser kurz vor dem Saisonstart briefen als Baskets Geschäftsführer Lars Eberlein selbst? Holt euch ein Stück Insiderwissen. Mikroschwenker Tom, du bist dran. Ja, herzlich willkommen zum ersten Pure-Experten-Talk in dieser Saison. Neben mir ist Lars Eberlein, Geschäftsführer der Baskets. Lars, als allererstes,
fängt man ganz gern zum Saisonstart mal mit einem Rückblick an. Was ist dir denn aus der letzten Saison so ein bisschen im Kopf geblieben, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich? Was blieb so aus der Saison 2016-2017? Oh, da ist eine ganze Menge geblieben. Also zunächst sind wir so ein bisschen gestartet. Für uns ein großes Abenteuer. Es waren extrem neue Standards für uns, welche die Liga vorgibt. Wir mussten den 2-Millionen-Etat erreichen. Also das war auch kaufmännische Herausforderung. Das haben wir gemeistert und da sind wir wahnsinnig stolz drauf. Sportlich, der Auswärtssieg in Berlin, muss ich sagen, das war für mich ein totales Highlight. Zum Ende der Saison war ein bisschen die Luft raus. Das war natürlich auch schwierig. Wir haben sehr schnell die Klasse gehalten und deutlich schneller, als wir das am Anfang gedacht haben. Dann kam das Thema mit Markus Neid noch. Ein paar Themen, also, aber im Großen und Ganzen ist sehr, sehr viel Positives in Erinnerung geblieben. Die Saisonvorbereitung ist ja diesmal ein bisschen weniger vom Verletzungspech strukturiert worden als noch im Vorjahr. Inwieweit stimmt dich das positiv, dass von Anfang an recht stabile Leistung möglich ist? Na, wir haben mit Julius Wolf natürlich einen herben Rückschlag, der jetzt längerfristig ausfällt. Ansonsten war die Mannschaft schnell zusammen. Und wir konnten die Vorbereitung gut gemeinsam spielen. Das ist ein großer Vorteil für das Team und für den Björn, die sich finden können. Was rauskommt, werden wir jetzt sehen. Ne, wir wissen nicht so richtig. Wir denken, dass die Liga noch mal ein Stück stärker ist als im letzten Jahr. Den Fall Hagen und Fechter so wird es so nicht mehr geben. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend bleiben, vermutlich bis zum letzten Spieltag. Aber wir freuen uns drauf. Und dass es jetzt endlich wieder losgeht am Freitag, das ist schon wirklich gut. Jetzt startet die Saison direkt gleich mit 2 Heimspielen. Inwieweit ist das gut oder schlecht? Oh, das ist schwer zu sagen. Also das ist natürlich, also für uns ist es sportlich natürlich gut, mit dem Heimspiel zu starten. Das ist so. 2 Heimspiele ineinander ist für uns immer ein bisschen negativ, weil wir auch ein Zuschauerpotenzial haben, was nicht unbedingt jeden zweiten Tag geht, sondern immer der 14-Tages-Rhythmus ist eigentlich ganz positiv. Dazu kommen, dass Ferien sind, die wir aufgrund unseres Publikums, also das familiäre Publikum, auch immer merken bei Zuschauern. Die Studenten sind noch nicht da. Also ich hätte lieber erstmal mit 2 Auswärtsspielen, rein wirtschaftlich gesehen, mit 2 Auswärtsspielen begonnen und dann Heimspiel. Aber ich glaube, sportlich ist ganz gut, so zu starten. Der Saisonstart im Allgemeinen, du sagst, die Liga ist wahrscheinlich nochmal einen Tacken stärker geworden, auch weil die Negativausfälle nach unten wahrscheinlich nicht da sein werden. Wie sieht es denn aus mit Etat in die Saison? Habt ihr leicht gesteigert? Floss das ins Team? Und was gibt es eventuell einen Puffer, falls irgendwas an der Anfangszeit nicht ganz so läuft? Ja, also wir konnten den Etat nochmal etwas steigern, wobei das Geld überwiegend in den Nachwuchs geht, in die Struktur, medizinische Betreuung. Dort geben wir in Summe nochmal deutlich mehr Geld aus als in den letzten Jahren. Aber für die Mannschaft geben wir sogar weniger aus zurzeit, haben aber noch Puffer. Es ist also so, dass wir jederzeit wirtschaftlich reagieren können, wenn wir der Meinung sind, dass es an irgendeiner Stelle nicht passt oder sich jemand verletzt, was auch immer kommen, müssen sehen, was die nächsten Spiele, nächsten Wochen passiert. Wir stehen vernünftig da und können jederzeit reagieren und das ist eigentlich ein Luxuszustand, den wir so noch nie hatten. Abschließende Frage. Es geht am Anfang der Saison auch immer um, was ist das Ziel? Gibt es irgendwas zu sagen außer Klassenerhalt? Ja, also der Klassenerhalt ist natürlich absolut das Ziel. Die Besonderheit dieses Jahr ist, dass wir 3 Ostmannschaften sind. Also das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Es wird 5-6 Mannschaften geben, die im unteren Drittel relativ sicher dabei sein werden. Das sind auch wir. Und wenn man die Konkurrenz sich ansieht, dann ist auch wieder der Klassenerhalt das einzigste realistische Ziel, was wir dieses Jahr haben. Jetzt muss man gucken, wer verletzt sich oder nicht. Ne? Welche Mannschaften werden da ein Stück weit, wie jetzt zum Beispiel die Rockets, die da eine ganz große Verletzten-Misere haben oder hatten. Das muss man sehen, aber Ziel ist eindeutig Klassenerhalt. Und wenn wir die beiden Heimspiele gegen unsere Ostrivalen gewinnen, dann freue ich mich auch. Und ich würde mich freuen, so dass wir am Ende relativ schnell wieder wie in der letzten Saison Planungssicherheit für die Folgesaison haben. Das wäre schon toll, aber man muss auch realistisch bleiben. Lars, vielen Dank für die Zeit. Zurück zu dir. Danke, Tom. Und nun kommt, was jede Saison kommen muss. Unser Gewinnspiel. Unser letzter Gewinner aus der Finalausgabe der abgelaufenen Saison, Kiyohiguchi, durfte sich bereits die allerersten 2 Tickets für das Auftaktspiel gegen Frankfurt sichern. Viel Spaß und starke Nerven, Kiyo. Und hier kommt eure neue Chance mit der aktuellen Frage.
Auf welchem Rang beendete Science City die Aufsteigersaison 2016-2017? Schreibt uns die richtige Antwort und euren vollständigen Namen an aktion@jenatv.de. Zu gewinnen gibt es diesmal 2 Tickets für das Heimspiel gegen den Vorjahreshauptrundenmeister Ratiopharm Ulm. Einsendeschluss ist Montag, der 9. Oktober. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Diese Saison erfreuen wir uns aber nicht nur an einem Gewinnspiel, sondern an zweien. Eine unserer neuen Rubriken ist ein Tippspiel mit einem sehr einprägsamen Namen. Ich darf stolz präsentieren, TomTom, das BBL-Navi. Gerne kann auch bundesweit getippt werden. Also teilt es euren Freunden und Freundesfreunden im ganzen Lande mit. Ich nehme nur so viel vorweg. Einsendeschluss zum Mitmachen via Facebook oder Mail ist bereits eine Stunde vor dem Tip-Off gegen Frankfurt, also am 29. September, 19.30 Uhr. Herzlich willkommen zu TomTom, das BBL-Navi. Ich bin Tom. Ich bin auch Tom. Und wir bilden quasi eine Gewinnspielrunde. Nee, was bilden wir? Tipprunde. Tipprunde. Ja. Wir tippen gegen euch. So ist es. Und zwar immer parallel zum Jena TV Basketballmagazin Fastbreak, zu jeder Ausgabe immer den Spieltag. Ausgewählte Spiele, nicht immer alle. Mitmachen soll nicht nur der klassische Jena-Fan, sondern ruhig jeder in der Republik, weil früher oder später müssen ja auch alle mal nach Jena kommen. Und da bietet sich dann im Anschluss an den Besuch in der Sparkassenarena auch der Besuch dann hier in der Sportsbar am Markt an. Und hier wird der nämlich auch immer den Spieltagspreis geben für das Halbjahr und für das Ende der regulären Saison. Lassen wir uns noch ein bisschen was Fetteres einfallen. Aber ansonsten steht eigentlich die Ehre und die Gewissheit im Vordergrund, dass man wirklich Ahnung von Bundesliga-Basketball hat. Also ihr tippt gegen uns und könnt was gewinnen. Und wir hoffen natürlich auf rege Beteiligung an den Spieltagen. So ist es. Macht mit. Wollen wir anfangen? Dann fangen wir an. Es gibt an diesem ersten Bundesligaspieltag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Partien. Acht Partien. Ich würde sagen, wir fangen an mit Würzburg gegen Bamberg. Wird eine klare 2. Ich würde sagen, Differenz 18. Also minus 18 ist unser Tipp. Weiter geht's in welche Partie? Braunschweig gegen Bremerhaven. Braunschweig-Bremerhaven. Also das Team von Frank Menz gegen die Eisbären. Ich tippe auf den Heimsieg. Ja. Es ist zwar, Braunschweig muss auch in dieser Saison, ja, die Zeiten mit New Yorker sind lange vorbei, die müssen auch dieses Jahr wieder kleine Brötchen backen. Aber ich denke, mit einem zwar recht knappen, aber trotzdem verdienten Sieg werden sie Saison starten. Also ich würde sagen, plus 6. Sehr gut. Würde ich auch tippen, ja. Sehr gut. Dann kommen wir zum Spiel von Science City. Die begrüßen zu Hause die Fraport Skyliners. Gegen Frankfurt. Hartes Spiel. Schwieriges Spiel. Muss in die Saison reinkommen, muss Rhythmus kriegen. Gilt für Frankfurt aber auch. Ja, sicher. Sofern alle gesund bleiben von unseren Jungs, tippe ich natürlich auf Heimsieg. Wir tippen auf Heimsieg, oder? Ja. Knapp, aber verdient. Mir würde quasi ein 3-Punkte- oder 4-Punkte-Sieg langen. Was sagst du? Plus 3 finde ich gut. Okay. Gut, das wären die Freitagspartien. Kommen wir zum weiteren Verlauf des Basketballwochenendes. Nächste Partie. Göttingen. Sorry dafür. Göttingen gegen Oldenburg. Auch wenn sich Göttingen relativ stark mit einem ehemaligen Jena verstärken konnte. Stefan Hauke? Ja. Würde ich sagen, geht der Vizemeister als Sieger vom Parkett. Oldenburg schlägt Gotha, Differenz, würde ich sagen. Göttingen immer noch. Göttingen. würde ich sagen, Oldenburg siegt mit 13. Ja, zweistellig hätte ich auch gesagt. Sehr gut. Cool. Sind wir uns auch da wieder einig? Mhm. Weitere Partie. Du hast den Blick. Ratiopharm Ulm gegen Alba Berlin. Pillendreher gegen Ex-Serienmeister
Ulm hat einen ziemlichen Aderlass an Spielern hinnehmen müssen. Ich denke, die werden sich auch wieder finden müssen, so ein bisschen. Aber auch in Berlin ist in den letzten Jahren, da sind nicht viele Steine auf dem anderen geblieben. Nee. Auch da hat sich wieder viel verändert. Ich denke, da werden beide Teams offensiv viel, viel zeigen können, aber defensiv so manche Abstimmungsprobleme haben. Von daher wird es ein Coinflip. Ich bin eher bei Sieg Berlin. Ja, ich auch. Okay, also -8? -8 klingt gut. -8 klingt gut. Sehr schön. Nächste Partie. Gießen gegen FC Bayern München, Basketball. Beim Bayern ist es immer schwer, wenn der Coach nicht die gesamte Saisonvorbereitung mit da sein kann. Hat er schließlich noch einen Zweitjob. Djordjevic musste oder durfte die Serben während der Basketball-EM an der Seitenlinie betreuen. Da ging es auch recht weit, bis ins letzte Spiel. Ja, gegen Slowenien. Von daher hat er lange gefehlt. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Ich denke trotzdem, dass die Offensivgewalt von der Isar sich da durchsetzt. Wird allerdings, glaube ich, knapper als gedacht. Also ich bin im einstelligen Bereich. Du nicht? Nicht zwingend. Also ich glaube schon, dass es so 20 Punkte werden. Okay, dann gebe ich dir da mal nach. Dein Tipp? Ja, -20. -20, Wahnsinn. Nächste Partie ist Tübingen gegen Bayreuth. Auch da, Bayreuth seit ein paar Jahren mit einem finanzstarken Sponsor. Die haben es aber in den Jahren davor immer geschafft, Spieler schlechter zu machen, sobald sie ein Bayreuther Trikot anhaben. In der letzten Saison hat sich das endlich mal umgekehrt. Und der raue Corner. Sensationell. Ich denke nicht, dass das wieder so ein Rückfall in der Saison wird in alte Zeiten. Von daher sehe ich da Bayreuth vorn. Könnte knapp werden. Bayreuth hat Doppelbelastung. Haben auch ganz schön qualitativ verloren. Ich sehe das als 50-50-Partie. Dann setze ich mich durch und sage -4. Okay, kann ich mitleben. Gut. Haben wir noch das Aufsteigerduell? MBC gegen Oettingen. Das wird interessant, auch nicht nur für die beiden Teams, sondern für die gesamte Liga, wer da besser reinkommt. Naja, also aufgrund der verletzten Situation in Rocket Town denke ich schon, dass das quasi schon so eine Art Freilos für den MBC sein dürfte. Der allerdings vom Verletzungspech oder vom Ausfallpech jetzt auch nicht verschont wurde. Ja, aber der ist ja trotzdem noch genug. Also wir haben jetzt quasi am letzten Samstag auch in Weißenfels gespielt. Das sah schon relativ gut aus, was der MBC da abgeliefert hat. Ansonsten hätten sie uns ja nicht geschlagen. Ja? Und ich gehe da schon davon aus, dass die mit zwischen 15 und 18 Punkten Differenz die Oettinger Rockets schlagen sollten. Okay, vielleicht ist es auch eure Chance, da reinzukommen, weil richtige Tendenz bei einem Tipp bringt einen Punkt. Das richtige Ergebnis, also sozusagen der richtige Plus- oder Minuswert, bringt 3 Punkte. Das heißt, wenn wir bei so einer Partie dann mal deutlich daneben liegen, gibt es da Möglichkeiten, uns vorbeizuziehen, weil darum geht es ja an sich, besser zu sein als wir beide. Wären wir durch? Wunderbar. Ihr wisst Bescheid, mitmachen kann man bei Facebook und per Mail. Das ist hier nochmal eingeblendet. Von daher, schönen ersten Spieltag euch allen. Und schönen zweiten natürlich. Bis dahin, ciao. Ciao. So, da sind wir schon fast am Ende unserer Ausgabe. Wer nun das Wörterbuch, Behind the Science oder anderes vermisst, wird in den kommenden Ausgaben entschädigt. Großes Indianer-Ehrenwort. Unentbehrlich ist aber natürlich der Blick auf unsere kommenden Gegner. Es folgt die Gegnervorstellung. Fraport Skyliners. Vom Rhein an den Main. 1999 wurden die Skyliners als BBL-Nachfolger des TV Tatami Rhöndorf gegründet, weil die Europa-Ambitionen des Bad Honnefer Stadthallvereins dort nicht länger umsetzbar schienen. Gleich im ersten Spieljahr als Großstadtclub gab es den DBB-Pokal. Als Opel Deutsche Bank und seit 2011 Fraport Skyliners ging es in der Liga in 12 von 18 Saisons in die Postseason, wo es für die Meisterschaft 2004 und zwei Vizetitel 2005 und 2010 reichte. Mit dem Gewinn des FIBA Europe Cups holten die Frankfurter, damals mit dem Ex-Jenaer Joe Vogtmann, 2016 sogar schon einen europäischen Titel. Der Umbruch vor der vergangenen Spielzeit führte zum Verpassen der Postseason. Ein neuer Titel-Dreijahresplan sieht nun den Kampf um die Plätze 7 und 8 vor. Dafür wurden junge Talente langfristig gebunden, die zusammen mit Altgedienten und 3 Neuzugängen 8 Abgänge vergessen lassen sollen. Das Aufeinandertreffen in der vergangenen Spielzeit entschieden die Skyliners mit 78-71 für sich. Gleich 6 Frankfurter scorten damals zweistellig. Davon sind mit Keelan Morrison aber nur noch 2 im Kader. Topscorer war Julius Jenkins mit 26 Punkten.
Gecoacht werden die Main-Riesen seit 2013 von Gordy Herbert, dem Meistertrainer, denn dies ist nach 2001 bis 2004 und 2010-11 seine dritte Amtszeit in Frankfurt. Der BBL-Trainer des Jahres 2016 ist bekannt dafür, junge Talente in abgebrühte Granaten zu verwandeln. Im Team mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist Tess Robertson. Der beste Balldieb in der Geschichte seines Colleges geht bereits in seine 9. Spielzeit in Frankfurt. 2016 wurde er zum besten Verteidiger der Liga gewählt. Tess hat aber auch Offensivqualitäten. Ein vielversprechender Neuzugang ist Ty Webster. Der Kiwi von der Universität von Nebraska ist zwar ein Rookie, der Combo Guard bringt aber unter anderem WM-Erfahrung mit. Auf den deutschen Spot soll neben den Jungschlachsen Kiel, Bonga, Meyer und Freudenberg vor allem Jonas Wohlfahrt-Botzermann für Erfahrung sorgen. Der 2,08 Meter Center ist kein Punktewunder. Nach überstandener Knieverletzung werden seine langen Arme die Gegner aber wieder mächtig nerven. Ich mach's kurz und knackig. Wir sind am Ende der Erstausgabe von Fastbreak angelangt. Aber jetzt nochmal die Lauscher auf, denn unsere Jungs spielen nicht nur diesen Freitag gegen Frankfurt, sondern auch gegen Würzburg am Dienstag, den 3. Oktober. Tipp-off am Freitag ist 20.30 Uhr und am Dienstag 17.30 Uhr. Beides wie gewohnt in der Sparkassenarena. Also Kalender raus, Termine rot markieren, Freunde, Familie und Laufkundschaft einpacken und ganz, ganz, ganz wichtig, Stimme ölen und mit Leib und Seele anfeuern, damit die ersten zwei Heimspiele unserer Saison 2017-18 zugunsten unserer Jungs ausgehen. Wir melden uns das nächste Mal am Vortag des Heimspiels gegen Ulm. Bis dahin, Ahoi und Jena Never Stops!